das erklärt wohl, warum er kein Bündnis mit Paligan anstrebt, denn es würde sich sonst sehr anbieten, wenn sie gemeinsam Xeran in die Zange nehmen. Was ihr verstehen müsst, ist, dass Hafax ein Idealist ist. Ein alter Freund von mir. Deswegen werde ich auch noch weiter mit ihm Handel treiben. Sollte Hafax selbst ein Bündnis mit Paligan schließen, dann wäre er für mich nicht weiter von Interesse. Ein Idealist? Mir ist er, als wir uns kennengelernt haben, eher wie ein Pragmatiker vorgekommen. Er verfolgt seine eigenen Ideale. Welche wären die? Er ist unbesiegter Feldherr. Egal, was er anfasst, er hat Erfolg. Und auch wenn er Borberat gedient hat, im Sphärenschänder, so bin ich mir nicht ganz sicher, dass er... Er mag einen Pakt geschlossen haben mit einem der Erzdämonen. Wahrscheinlich aber auch nur, um den Splitter zu kontrollieren oder um seine Männer unter Kontrolle zu halten. Er ist kein schlechter Mensch. Er hat seine Seele verpfändet, um ein Opfer zu bringen. Aber nicht an einen der Erzdämonen, sondern für das höhere Wohl. Das größere Gut, Kontrolle. Das genau. Ist löblich, aber... Der falsche Weg. Das mag so sein, aber wir haben unsere eigenen Seelen ebenso geopfert. Für das höhere Wohl. Trismagena hier wurde aus der Gilde gestoßen. Und das sicherlich nicht nur, weil sie sich nicht dem Kodex getreu kleidet. Ich habe meinen Admiralsposten aufgegeben und habe dieses Schiff gestohlen. Für das höhere Wohl. Ihr habt vieles geopfert, doch nicht eure Seele. Ich denke auch, es ist ein Unterschied, seine Karriere, seine Träume zu opfern. Aber einen Splitter zu besitzen, ist was völlig anderes. Warum erzählen wir das alles nicht eher, Hafax? Das ist wahr, aber ich hätte noch eine Frage. Ist euch bekannt, was aus dieser Hesinde-Geweihten geworden ist, die ihr damals haben wollte? Ja, sie lebt weiterhin an seiner Seite. So viel habe ich schon über andere Boten in Erfahrung gebracht. Dafür brauche ich keine Spione. Kanntet ihr Yasinia Melinai eigentlich auch? Ja. Ich war damals dabei, als sie sich das erste Mal an Bord kennenlernten. Sie hatte direkt ein Auge für ihn, aber Hafax hat damals für den Krieg gelebt, so wie auch heute. Er war auf den Maraskanenfeldzug konzentriert. Nun, dann hoffen wir das Beste für sie. Ihr solltet vorsichtig sein mit Hafax. Eure alten Freundschaften zum Trotz. Danke für die Warnung. Nun gut. Mal eine Sache, um die wir uns keine Sorgen machen müssen, auf dem Weg nach Norden. Er holt eine Karte von dem Grafentum Mendena hervor und zeigt dann mit dem Finger auf Mendena. Hier ist Mendena und hier oben Feuerhafen, dort ist Ilsur. Das ist die Tobimora. Und hier in der Baronie Maus sitzen sie wohl an dem Übergang Flusswacht. Entfernt auf der einen Seite Xeran, auf der anderen Seite Hafax. Sie warten. So viel kann ich euch sagen. Offensichtlich scheint selbst Hafax die deutlich gängigere Brücke bei Esnamsbrück zu meiden. Kein Wunder. Bei Esnamsbrück? Ah, dort sitzt der Nekromantenrat. 13-stufige Pyramide. Naja, die Überreste des Nekromantenrates, wenn ich das richtig habe. Und einige sind uns ja durch die Finger gegangen. Gut, hoffen wir also, dass sich ihre aller Augen von Mendena im Moment gelöst haben und wir genug Freiraum zum... und für was auch immer haben. Nun, wie lange schätzt ihr, brauchen wir von Feuerhafen bis Mendena? Zu Fuß? Zu Fuß? Kann ich nicht ganz einschätzen. 2 Tage vielleicht? 3 Tage? Kommt auch das Wetter an. Gibt es irgendwelche
Besonderheiten, die wir im Auge behalten sollten? Es gibt sicherlich eine ganze Menge an Widerstandskämpfern. Nicht ganz Tobrienne ist schwarz geworden. Und wohl weiterhin diejenigen, die aufrecht streiten und rebellieren. Es sieht recht sumpfig aus auf der Karte. Gerade was man hört, ist es dort auch recht sumpfig. Nun sind wir ausgerüstet für eine solche Expedition in die Sümpfe. Aber mir. Es gibt einen Knüppeldamm. Immer irgendein Knüppeldamm. Und dann fällt jemand ins Wasser. Dort haben schon Menschen gelebt, aber mir, bevor wir dorthin durchgewandert sind. Nun, sie lebten dort ihr Leben lang. Wir nicht. Es wird alles gut werden. Euer Vertrauen in uns ist überwältigend. Nichtsdestotrotz sollten wir uns vorbereiten. In der Nähe von Mendena gibt es einen der Widerstandskämpfer. Er heißt Just, Just der Totengräber. Wenn ihr so die Unterstützung von ihm braucht, nehmt sie ihn auf. Sagt ihm einfach, dass ihr von mir kommt. Danke sehr. Wir werden uns mit eurer Erlaubnis auch euren Mann Resurik noch mal ein paar Stunden ausborgen und ihm nach einigen Dingen verzeiht befragen. Ja, selbstverständlich. Weitere Fragen an mich? Nee, Mann, ihr wollt uns immer noch nicht genau erläutern, was ihr nun so vorhabt. Und ihr habt den Eid, den Schwur geleistet. Dementsprechend kann ich jetzt offen mit euch sein. Die Stadt verstärken. Krieger dorthin führen. Damit die Stadt nicht erobert wird. Es gab einen Anschlag auf einen der Offiziere. Ihr meint, es gibt Verräter innerhalb von Ilso? Wir werden es sehen. Ich frage mich, wie Darion Palligan in das ganze Bild passt. Was sucht ihr hier? Vielleicht gar nichts. Vielleicht ist es einfach nur sein übliches, widerliches Selbst. Glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr an Zufälle? Der Mann ist Pirat. Wenn er denkt, es gibt etwas zu holen, dann ist er vor Ort. Machen Piraten doch so, oder? Nun, ich denke, er ist mehr als ein Pirat. Er ist der Besitzer einer riesigen Arche. Ja, aber im Kern ist er ein Pirat. Ein Stein bleibt ein Stein. Ihr kennt die Redewendung. Im Kern ist er ein Fahner, nicht wahr? An sich ist er wahrscheinlich kein Fahner mehr. Oder kein Pirat mehr. Er ist eine Hülle für die Herzogin der nachtblauen Finsternis. Er ist so sehr verfallen, dass er keinen eigenen Willen mehr zeigt, sondern nur noch den Willen der Herzogin ausführt. Nun, dann bliebe zu fragen, was möchte die tiefe Tochter hier in diesen Gewässern? Was verspricht sie sich? Machtbereich zu vergrößern. Vermutlich hört sich Serans Ende heranschreiten und bereitet sich darauf vor, seine Seele einzufordern. Nun, ich denke, jemand anders hat schon seine Hand auf Xerans Seele gelegt. Ich denke nicht, dass das der Grund ist. Xerans Pakt ist aber mit ihr. Meines Wissens hat Xeran sogar 3 Pakte mit 3 verschiedenen Erzdämonen. Ob der von der Herzogin dabei ist, das weiß ich nicht. Nun, er muss ihn wohl gehabt haben, um den Splitter kontrollieren zu können. Wie man es sagte, kann nur ein Paktierer die Splitter der Dämonenkrone kontrollieren. Dann werdet ihr wohl recht haben. Und umso wichtiger wird es ihr dann wohl sein, wenn er wirklich 3 Pakte hat, sich zu positionieren, denn am Ende kann nur ein Dämon seine Seele haben. Das scheint mir ein guter Grund zu sein. Soll seine Seele zerrissen werden, interessiert mich nicht. Sie wird so oder so gemahlen. Sorgt einfach nur für sein Ableben. Danach können wir uns um Palligan kümmern. Das mit dem Ableben kriegen wir schon irgendwie hin. Einer nach dem anderen. Nun gut, wir suchen dann nochmal den Neferdi. Wir müssen noch einige Sachen aus ihm herausfragen, bevor wir ankommen. Ja, Resovic, der in der Ecke neben dir steht, nickt dir zu. Ich bin hier. Oh, da seid ihr. Verzeiht, ich habe euch hinter mir nicht gesehen. Offiziersbesprechung, natürlich bin ich hier. Nun gut, dann kommt doch. Wir können es sicherlich an der frischen Luft tun. Vielen Dank für die Informationen, Kapitän. Nun, jetzt kann ich offen mit euch sein. Er nickt euch zu. Admiral, ich beuge mich kurz.
Ja, so könnt ihr wieder nach draußen auf das Deck treten und die Seeluft, die euch salzig entgegenweht, die nassen Planken unter euch, das Quietschen und Knarzen, die Taue, die über euch umher wehen und die Matrosen, die über euch herumschreien. Also, was kann ich für euch tun? Bevor ihr mal Verhandlungen abgehalten habt, hatten wir über meinen Diener gesprochen. Ich glaube, wir hatten da noch einige Fragen, die ungeklärt waren. Nun, wie ihr mögt. Weitere Informationen zu irgendwem, den ich vielleicht kennen könnte. Wo waren wir stehen geblieben? Isarun, erinnert ihr euch noch? Oh, richtig. Und über den Zunftmeister haben wir zuletzt etwas gehört. Ihr meintet diesen Fälscher? Ja, der Zunftmeister, der Fälscher. Tyramnion. Richtig. Aber uns wurden in der Tat noch weitere Namen genannt. Hatten wir schon nach der Haboral-Protektorin gefragt? Ja, hatten wir. Hatten wir schon. Mir kam noch der Gedanke, dass diese Diplomatin, Lauredania du Pasca Florius, das wäre dann wohl die Auftraggeberin von Uktan, nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher. Könnte seine Ware auch einfach direkt am Hafen umschlagen. Ich meine, er erwähnte beim Abendessen, dass er für ein Kontor mit diesem Namen arbeitete. Sollten wir mit ihr zu tun haben, könnten wir vielleicht vorgeben, irgendwie mit ihm in Verbindung zu stehen oder so. Wir könnten einfach eine Botschaft von ihm überbringen. Wir sind gute Freunde und möchten sein größtes Bedauern überbringen, dass er die Lieferung nicht rechtzeitig schafft. Er hat ein Problem mit dem Ruder. Jada. Insofern, euer Gnaden, wisst ihr etwas über diese Frau? Schönheit. Genauso schön, so wie sie auch handeln kann. Hat in das Haus Florius eingehandelt, eingeheiratet, wahrscheinlich irgendeine Grandfamilie aus Alanfa. Dabei schaut er mal rüber zu Rafim. Ihrem Gemahl wird nachgesagt, er habe sich erpressen lassen. Keine Ahnung, inwiefern sie dort drinsteckt, aber sie wollte auf alle Fälle den Handel in Medina kontrollieren. Ist natürlich eine heikle Mission, aber selbst wenn sie scheitert, dann ist es wahrscheinlich kein großer Verlust. Betreibt das Kontor in den Schwarzen Landen und hat sich da dann eben auch diese Rabengasse erschlichen für die zahlreichen anderen Alanfaner, die ihr nachfolgten. Ich höre diesen Namen immer wieder. Ist das gewissermaßen das alanfanische Viertel von Mendena? Ja, eine Gasse. Ein Viertel. Und wer hätte dort gedacht, soll dass eine auch Keras Karinor gesehen worden sein. Ja, korrekt. Ob er paktiert hat, weiß ich nicht. Aber die Florius ist zumindest keine von den Dämonendienern. Sie hält den nötigen Respekt. Wer hätte wohl denken können, dass eine solch verdorbene Stadt voller Alanfaner wäre? Ja, ich bin genauso überrascht wie ihr, Yarlan. Dass das im Mittelreich passiert. Also ist diese Pasca Florius keine Dienerin der Erzdämonen. Naja, sie handelt auf alle Fälle mit den Schwarzen Landen. Von da aus geht alles in alle Richtungen. Ja. Nun, Uktans Lieferung wäre wohl über sie abgewickelt worden. Sagen wir, sie ist wohl keine Paktiererin, aber das macht sie nicht zu einem guten Menschen. Ja, die sind Sklavenhändler, Florius. Utulus. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie auch eine ist. Sind das bei euch nicht irgendwie alle? Ja, aber sie verdienen ihr Geld hauptsächlich mit Sklavenhandel. Das machen ja nicht alle. Nun gut. Uns wurde ein Name genannt. Barbeck oder Bebeck, er soll eine Art Sekretär sein. Ist ein Sekretär von Xeran oder von wem? Frendon Barbeck? Ja, so hieß er genau.
Man kann Fredon Barberg nicht als Vertrauten vom Portifex Maximus bezeichnen. Vertraut wahrscheinlich niemandem, aber er ist der Schreiberling des Goldenen Hauses. Insofern sitzt er, sagen wir, wie eine Spinne im Netz. Über ihn laufen alle Informationen, nicht wahr? Ja, kann man so sagen, ja, wahrscheinlich. Es wäre doch eine erfolgreiche Quelle, wenn wir nun ihn befragen könnten. Er kann uns bestimmt Sachen sagen, die vielleicht sonst niemand weiß in der Stadt, außer die Beteiligten selber. Ohne wird er sicherlich nicht einfach so allein in der Stadt herumsitzen und darauf warten, dass wir ihn quatschen. Wie sieht es überhaupt aus? Hat Xeran eine, ich weiß nicht, eine Leibgarde, eine Hausmacht? Ja, eine Handvoll Vertraute? Vertraute nicht. Aber die Schwerter Borberitz sind Söldner, die er um sich herum schaut, ebenso wie die unbesiegbare Legion von Jagmonit. Und die müssen wir noch einen Weg drum herum finden. Die Magdalenata gibt es da auch noch, aber den vertraut er nicht und die gehören auch nicht zu seiner, zu irgendwas. Er bezahlt sie einfach. Ich nehme einfach mal an, ihr habt doch keinen Weg gefunden, mit dieser Legion im großen Maßstab umzugehen. Nein. Dann hoffen wir einfach mal darauf, dass Abelmir und diese Runde das schon hinbekommen. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Ich auch. Ich habe bis jetzt noch keinen von diesen Daimoniden kennengelernt. Aber ich habe euch die Geschichte doch oft genug erzählt, oder? Schlimme Gerüchte. Ihr habt einen besiegt. Wie? Nun, wir haben ihn zum Boden gehauen. Dann haben wir so lange drauf gehauen, bis die Magier ihren... Ihr wisst schon, ja, versucht irgendwie irgendein Symbol in der Luft anzudeuten mit seinem Finger, aber man kann nur aus dem Kontext erschließen, dass es wohl ein Pentagramm sein soll, ihr Ding fertig gemalt haben. Ja. Ah. Aber wenn es 5 oder 10 sind, ich weiß nicht. Dann wird das mit dem auf dem Boden halten schwieriger. Oder 40. Hoffe ich mal, dass ihr alle gut zu Fuß seid. Nur eine Frage. Sind diese Legionäre von Jagmonit denn gerüstet? Oder sind es... Ich weiß nicht, ich kann mir das so wenig vorstellen. Tragen sie Schwerter, tragen sie Rüstungen? Oder sind es einfach nur Menschen? Kinder? Ja, Kinder, aber sie tragen alles. Also sowohl Rüstungen, die wir sie wohl kaum brauchen, aber sie tragen sie trotzdem. Zudem Schwerter, Kolben, Speere. Der, den wir gesehen haben, war gnädigerweise unbewaffnet, aber nun, er wollte auch nicht auffallen. Ich versichere euch, eine Klauen sind an sich schon scharf genug. Ja, wahrscheinlich werdet ihr Mandina noch welche sehen. Mittlerweile sind es wohl nicht nur Kinder, sondern, naja, sie wurden eben schon vor einiger Zeit, vor einem Jahrzehnt oder sogar mehr, geraubt. Das sind weiterhin Kinder. Wirklich? Sie sind nicht gealtert? Nicht gealtert. Faszinierend. Wir sollten sehr vorsichtig mit ihnen umgehen. Wenn es geht, ihnen aus dem Weg gehen. Wir sollten aber dennoch, für den Fall, dass eine Konfrontation nicht zu vermeiden ist, einen Plan haben, wie wir mindestens temporär bewegungsunfähig machen. Nun, wie gesagt, sie sind Daimoniden. Sie sind halb in der 3. Sphäre, halb in der 7. Sphäre. Es wird schwierig, so ein Wesen zu besiegen. Es geht nicht ums Besiegen, sondern ums bewegungsunfähig machen. Nun, wie ich sagte, der Teil, der in der 3. Sphäre ist, ist für die unsere Zauber nun ja unempfindlich. Genau wie ihr totes Fleisch oder ihr Fleisch für gewisse Spielarten der Magie der 3. Sphäre unempfindlich ist. Aber mir, ihr habt vollkommen recht. Aber tragen doch Rüstungen, Waffen, wenn ihr versteht. Nun ja, ob sie die brauchen? Nun eben, aber sie tragen sie. Wenn also eine solche Rüstung, sagen wir einmal, es gibt 3 oder vielleicht 4 Legionäre, die uns verfolgen, uns einkreisen, uns stellen. Und eine dieser Rüstungen ist auf einmal
sehr anziehend für alle anderen Rüstungen und ihr Legionäre verklumpen. Was sollte sie dann hindern, diese Rüstung zu zerreißen? Nichts, aber in der Zwischenzeit haben wir etwas Zeit gewonnen und können fliehen. Ich bin mir nicht sicher, ob euch klar ist, was für eine Art von Daimoniden in ihnen stecken. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr schon einmal Xanthem. Ein Xanthem gehört? Ja. Es sind sehr schnelle Dämonen. Ah, gut. Könnte einer von euch sie vielleicht in der Luft schweben lassen? Da würde ihre Stärke oder Schnelligkeit keine Rolle spielen, oder? Ein interessanter Ansatz. Nun, gezielt nicht. Ich könnte wohl eine derartige Zone erscheinen lassen. Dann müssten wir allerdings darauf hoffen, dass sie hineinlaufen und dort, nun ja, drin bleiben und nicht in der Luft sozusagen weiterschwimmen und auf den Erdboden knallen. Und wollen wir hoffen, dass sie nun ja alle gleich reagieren auf diese Art von Magie? Wie ihr vielleicht wisst, reagieren manche Dämonen oder interagieren nicht mit den normalen Gesetzen von derer wie wir Menschen oder gewöhnliche Dämonen. Ah, ich verstehe, was ihr meint. Ja. Aber wenn sie in einen mehr oder weniger menschlichen Körper gebunden sind, sie dann ihre Paraphysikalität ausspielen können? Nun, ich denke, wir werden das feststellen. Lieber nicht, aber ich dachte auch, ja. Aber diese Zone klingt zumindest wie ein Anfang. Es ist besser, als gar keinen Plan zu haben. Iso und beherrscht ihr zufällig eine spezielle Variante des Cantus Motoricus? Nein, mit dem Motoricus habe ich mich nie näher beschäftigt. Schade. Ein Fesselfeld wäre, nun ja, selbst für Dämonen vermutlich fesselt. Ich beneide euch nicht um eure Aufgabe. Unbesiegbare Legion von Jakmonit. Mein Hafax hat nicht ohne Grund 2000 Soldaten mit. Nun glaubt uns, wir haben da auch keinen Bock zu, aber der Sack lässt uns nicht in Ruhe. Gut, reden wir nochmal kurz über diese Geweihte, diese Travia-Geweihte. Wie gesagt, sie betreibt da ihren Tempel im Grunde ganz normal und zahlt da die Abgaben an Xeran. Gibt es noch mehr Geweihte in der Stadt? Ich habe, wie gesagt, es einige Zeit dort selbst versucht, aber musste dann aufgeben, weil die Preise zu hoch waren. Ob es andere gibt? Ich glaube nicht. Wenn, dann sind sie verborgen, nicht offen. Nun gut. Der Zartempel ist zerstört. Einige Leute haben sich wohl Steine vom Zartempel mitgenommen und in ihre eigenen Häuser eingearbeitet. Natürlich heimlich, versteht sich. Der Rondra-Tempel wurde nicht ganz geschliffen, aber umgebaut zur Garnison der Magdaleanata. Bastarde. Der Raya-Tempel wurde auch umgebaut und dient jetzt einem anderen Zweck. Er rollt die Augen. Es ist jetzt mittlerweile das Haus der prallen Lust. Das klingt ja zunächst nicht so verkehrt, aber ich bin sicher, ich werde feststellen, dass es sehr verkehrt ist, wenn ich dorthin komme. Ja. Können wir einfach die ganze Stadt abbrennen und es gut sein lassen? Oh. Also wenn das ein Vorschlag ist, bin dafür. Vielleicht sollten wir etwas subtiler vorgehen. Oh, jetzt machst du nicht kaputt, Abelmir. Nun, ich halte es nie für eine gute Idee, die Aufmerksamkeit vieler Truppen auf uns zu ziehen. Wir sind nur zu fünf, zu sechs. Ja, und Sachen anzünden, da hat Abelmir auch schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wir haben am besten mit der lebenden Werft an. Wenn ihr irgendwas anzünden wollt. Was wisst ihr über diese Werft? Ich habe gehört, dass sie dort die Archen zerlegen. Nicht viel. Das, was man von ihr weiß, obliegt natürlich dann dem Kriegsrecht, weil da nicht jeder rein darf, aber sie haben diese Werft gebaut und da gibt es auch Dämonenarchen. Unter anderem eine der wenigen, die noch übrig geblieben ist, nachdem Jalan die Gezeitenspinne gestohlen hat, ist natürlich dann die Goldmorgentarantel. Die macht uns seit Jahren Probleme. Warum sind die eigentlich alle nach Spinnen benannt? Sind sie nicht alle? Die Hornlibelle zum Beispiel ist nach einer
Libelle benannt. Weil sie fliegen kann. Aber es gehört wahrscheinlich zur Gattung der Insektoiden. Ja, wahrscheinlich, weil sie Beine haben. Und dann ist auch noch die Stadt aus der Tiefe, die keine hat. Na doch, die hatte Beine, aber die haben sie dann ausgefahren, damit sie zu einer Stadt wird. Die Beine gibt es immer noch, nur sie sind dann ausgestreckt. Die Plagenbringer hat auch Beine, aber die fungieren mittlerweile eher als Stacheln, weil sie einfach zu schwer geworden ist. Nichts trägt sie mehr. Sie muss gezogen werden von Seeschlangen. Interessant. Ja, es gibt auch noch die Borkenkäfer, aber naja, die ist vernichtet. Vielleicht gibt es eine weitere unbekannte Verbindung zu einer siebenserien Entität. Nicht nur die tiefe Tochter oder der Herr der verdorbenen Elemente, sondern ihr wisst schon wen. Tja, kennt ihr die Protokolle der sieben Gezeichneten? Nun, ich hatte Einblick in gewisse Akten, ja. Eigentlich sollte es ja eine dritte Pforte geben, allerdings haben die sieben Gezeichneten es geschafft, diese zu vernichten. Seitdem gibt es nur noch zwei Pforten und die sämtliche Dämonenarchen sind dann eben den fünf Elementen zugeordnet und nicht den allen sechs. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Ich wollte auch noch die sechste Sphäre öffnen. Beziehungsweise eine dritte Pforte. Das ewige Eis. Oh, zum Glück ist das nicht passiert. Mahaitamin. Ja, ich hätte davon. Er hat erwähnt, dass die Goldmorgen-Tarantel möglicherweise vor Anker liegt. Aber die Werft selbst lebt auch? Und es gibt weitere Archen dort? Meines Wissens ja. Vermutlich eine Tochtergeneration der Goldmorgen-Tarantel. Sie teilen sich, wie ihr wisst. Oder nicht? Das müssen wir doch am besten wissen, oder nicht? Nicht exakt. Nun, wir haben es doch erlebt, wie sie sich fortpflanzen. Ihr könnt euch daran erinnern, an dieses Ding. Nun ja, es war keine Teilung. Es war eine Art von Metamorphose eines Teils der Arche. Ist das jetzt gerade wirklich wichtig? Also es gibt eine Arche, die sich teilen kann. Sie kann zusammengesetzt werden in eine große oder in zwei, naja, kleine würde ich nicht sagen. Sie sind halt immer noch riesig, aber sie sind dann zu zweit und nämlich in die Zange. Das ist eine der Archen, die auf Helm Harfax hört. Welche ist das denn nun? Aber nicht die Boranstone, oder? Ich habe keine Ahnung. Egal.